Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo Männer, heute mal eine kleine Einsendung, ein Video von Mischa. Er hat mir gestern Abend ein Video geschickt zum Thema natürlich Tüldi, Wicklung und blablabla. Und ausschlaggebend für dieses Video von Mischa und natürlich mein Video heute ist der Kato, der hat geschrieben, wir sollen doch an dem Tüldi-Test, sage ich jetzt einfach mal, das und das machen, umklemmen, vereinfacht gesagt. Und haben wir gemacht. Beziehungsweise Mischa hat das gemacht. Ja, das Ergebnis seht ihr jetzt gleich. Es geht um eben Entwicklungsvergleich, sag ich mal. Und in dem Fall, was Mischa jetzt zeigt, ist dann eben ausgeschlossen. Das, ja, guckt euch einfach selber an. Irgendwas will ich noch kurz dazu sagen. Das haben wir vergessen im Video zu erwähnen. Ich war auch dabei bei dem Test über Discord. Und zwischendrin war dann die Frage, die wir uns selber gestellt haben, die ihr euch bestimmt auch stellt, das fehlt leider im Video, ob die es an der Batterie liegt. Da habe ich zu Micha gesagt, Mensch, tauscht doch einfach mal jetzt mal die Batterien untereinander und wir gucken uns Oszipel nochmal an. Und wenn es dann immer noch dasselbe ist, dann ist es auch nicht die Batterie. Das wollte ich noch hinzufügen. Vielen lieben Dank nochmal an Mischa und an Kato, dass du so aktiv bist. Trotz so ein bisschen, dass die Kommentare hier verschwinden. Weiß auch nicht warum. Und ja, ich würde dich auf jeden Fall bitten, dass wir mit Discord, Telegram oder irgendwie anders noch in Kontakt treten, damit, ja, wenn du mitforschen willst, dann bist du natürlich gerne willkommen dabei. Ne? Gut, lasst knacken. Schönes Wochenende euch noch. Tschüss. Hallo, Michael hier. Ich sitze gerade hier mit Tiku, Eli, Atze und Action im Discord. Und wir haben wieder über die Joule-Tiefs rumdiskutiert, über die Versuchsaufbauten, die ich gemacht habe. Und in den Kommentaren hat da einer geschrieben, Kado, glaube ich, heißt du, schöne Grüße an der Stelle, hatte die Idee gehabt, von wegen mal die LED bei beiden Versuchsschaltungen gleich anzuklemmen. Weil beim A4F ist ja die LED verpolt gegen Plus und beim normalen Joule-Tief ist ja Kollektor-Emitter. Und ich habe das jetzt mal gemacht. Ich habe hier das Standard-Joule-Tief. Die LED, die ich dran hatte, habe ich abgemacht. Sieht man hier, das Beinchen hängt frei in der Luft. Und ich habe jetzt eine andere LED, aus derselben Tüte natürlich, nach A4F angeklemmt. Also verpolt gegen Plus. Und wir haben nochmal nachgemessen. Ich habe mit dem Multimeter geschaut, das zeige ich jetzt nicht. Der Stromverbrauch ist jetzt so ziemlich genau gleich. Die Batterien haben auch bis auf 7000 Volt Unterschied, haben dieselbe Spannung. Das haben wir auch kontrolliert. Das ist also das jetzt, was Kado vorgeschlagen hatte. Und man sieht schon, ich habe das Oszilloskop wieder dran. Blau ist das Standard-Joule-Tief. Und der gelbe Tastkopf ist die A4F, wo ich ja nichts geändert habe. Und ich messe also jetzt wieder über der Batterie. Ich habe jetzt direkt wieder Plus-Minus auf der Batterie angeklemmt. Bei beiden. Und ich habe die beiden Oszi-Bilder verglichen. Ich habe die Messung schon mal eingefroren. Ich zeige das mal eben. Gelb ist A4F und blau ist Standard-Joule-Tief. Ich habe mit den Cursor nachgemessen. Der Puls aus dem A4F Joule-Tief ist 340 Millivolt. Und der Puls aus dem Standard Joule-Tief mit nach Plus angeklemmter LED ist 230 Millivolt. Ist also ein deutlicher Unterschied. Und eine zweite Sache, die mir eben aufgefallen ist, beim Standard Joule-Tief, die Ausschaltflanke sieht mir eher aus wie eine Entladekurve als wie ein Schalten. Das ist ein sanfter Abfall, der aussieht, als ob sich ein Kondi entlädt oder eine Spule entlädt. Das ist der übliche Entladeverlauf, wenn sich irgendwo eine Energie entlädt in einer elektronischen Schaltung. Und beim Gelben ist die Flanke deutlich steiler und unten gibt es kleine Nachschwinger, die hier überhaupt nicht auftreten. Also das ist jetzt, ja, man müsste sich mit dem Krückstock kämmen, um nicht zu erkennen, dass beim einen hier der Puls höher ist und die Schaltflanke härter ist. Wie gesagt, die Schaltungen sind jetzt praktisch identisch. Der einzige Unterschied, der jetzt noch besteht, ist tatsächlich die Wicklung, die Art, wie es gewickelt ist. Angeklemmt ist jetzt beides gleich. Zieht ungefähr dasselbe, aber der Rückpuls vom A4F Joule-Tief ist ein Drittel stärker als der vom normalen Joule-Tief. Das wollte ich nochmal eben festhalten. Und nochmal schönen Gruß an Kado und danke für die Idee. Bis dann, munter bleiben!